kein Sexmob in der Silvesternacht. Diesmal hat die Polizei alles im Griff behalten. Was Kritiker jetzt trotzdem zu meckern haben, das ist nur eins von ganz vielen spannenden Themen bei uns. Hier ist das erste Punkt 12 des Jahres. 23 Jahre seines Lebens hat er unschuldig in der Todeszelle gesessen. Wegen eines Mordes, mit dem er, wie sich dann herausgestellt hat, gar nichts zu tun hatte. Dass Nick Yeris da lebend rausgekommen ist, ist pures Glück. Heute hat er 4 Kinder und genießt sein Leben als freier Mann. Und es ist unglaublich, aber er sagt, die Todeszelle war das Beste, was mir passieren konnte. Uli Oppold und Andreas Merkel haben den Mann getroffen. Das kennen Sie bestimmt auch. Ein Stapel Post liegt auf dem Tisch. Die Bank bittet um Rückruf und es gibt noch kein Geburtstagsgeschenk für die Schwiegermutter nächste Woche. Und an wem bleibt's hängen? An Ihnen natürlich. Die meisten Männer drücken sich sehr gern um unangenehme Pflichten. Wie Sie das in Zukunft ändern können und Ihren Partner auch ein bisschen in die Pflicht nehmen, das zeigen Ihnen meine Kollegen Volker Schweighardt und Julia Jäckler. Und das ist ja wohl auch völlig okay so, oder? Ja, das sind wirklich rührende Bilder. Die Hündin Lucy liegt schwer verletzt auf den Gleisen und ist zu schwach, um aufzustehen. Doch 2 Tage lang bleibt ihr Hundefreund Panda bei ihr und legt sich jedes Mal schützend über sie, wenn ein Zug kommt. Ist ihm wirklich bewusst, in welcher Gefahr die Hündin schwebt? Lisa Maria Wagner und Michael Statz mit den ungewöhnlichen Szenen. Süß. Von so einer Lehrerin kann man nur träumen. Die 8-jährige Kim hat Leukämie und kämpft wirklich tapfer gegen die Krankheit. Auch ihre Lehrerin Julia bewundert sie dafür und wollte ihr deshalb jetzt eine ganz große Freude machen. Klar, dass da jede Menge Glückstränen geflossen sind. Lisa Sievert und Eva Rullmann waren dabei. Tolle Lehrerin, tolles Mädchen. Gelassenheit und gute Laune bekommt man nicht auf Knopfdruck, aber vielleicht mit einem Nadelpieks? Tatsächlich soll das mit Akupunktur funktionieren. Unser Reporter Thorsten Slegers hat es ausprobiert. Der ist nämlich schnell mal genervt und hinterher ärgert er sich dann, dass er sich überhaupt geärgert hat. Er ist also die perfekte Testperson für diese Methode. Glücklich werden durch Akupunktur. Ja, und was er nicht wusste, wir haben ihn während des Experiments auch mit versteckter Kamera beobachtet. Mal schauen, was bei Ihnen gleich passiert auf dem Konto. Wir haben 136.000 Euro im Jackpot und 1.000 davon würden wir Ihnen schon mal überweisen, wenn Sie anrufen. Willkommen zurück. Ja, was für ein Fehlstart ins neue Jahr. Eigentlich sollte Mariah Carey das Highlight der legendären New Yorker Silvesterparty werden. Doch dann klappte so gar nichts. Und Mariah stand am Ende als ziemlich verzickte Diva da. Sandra Dietzen zeigt Ihnen das mal. Ja, ist wirklich alles aus bei Heidi Klum und ihrem Vito Schnabel? Was für ein Liebesende spricht und mit wem sie angeblich stattdessen turtelt, das zeigen wir Ihnen. Vorher gibt's die Spotlights. Alle Termine abgesagt. Wie schlecht geht's der kranken Queen wirklich? Lange Zeit war das Verhältnis zwischen Hollywood-Star Tatum O'Neill und ihrem Sohn zerrüttet. Die Schauspielerin war ja schon mit 10 ein Kinderstar und gewann sogar einen Oscar. Doch richtig glücklich hat ihr Erfolg sie nie gemacht. Im Gegenteil, ihr Sohn wurde drogensüchtig und die Schuld gab er der berühmten Mutter. Wir durften bei einem Wiedersehen der beiden in Kalifornien dabei sein. Kina Amoa und Dominik Mauer berichten. Was ist da los bei Heidi Klum und Vito Schnabel? Oder besser, ist da überhaupt noch was los? Seit einigen Monaten sehen wir keine Bilder mehr von den beiden zusammen. Sogar die Feiertage haben sie getrennt verbracht. Sie mit Ziel in den Rocky Mountains, er mit einer anderen Schönheit in den Alpen. Hat es sich also endgültig ausgeschnabelt? Und gibt's jetzt etwa ein Liebes-Comeback mit dem Vater ihrer Kinder? Britt Lörks mit einer Liebesanalyse. 136.000 Euro haben wir heute im Jackpot. Sie bekommen 1.000, wenn Sie mir hier im Studio am Telefon sagen, wovon heute. Da sind wir wieder mit einer Liebesüberraschung pünktlich zum neuen Jahr. Eigentlich hatten Nico Schwanz und seine Ex, die Bachelor-Kandidatin Saskia, ja miteinander abgeschlossen. Eine ziemlich üble Trennung war das, aber jetzt sind die beiden plötzlich wieder ein Paar. Wie es dazu gekommen ist und warum jetzt alles anders werden soll. Caroline Gall und Kerstin Henke haben die beiden getroffen. Im neuen Jahr wollen ja viele was verändern. Auch unsere Reporterin Helena Wegner hat Großes vor, zumindest was ihre Haare angeht. Denn sie will sich in diesem Jahr trauen, was sie noch nie gewagt hat, eine neue Haarfarbe. Und zwar den sogenannten Tiger-Eye-Look. Wie der aussieht und ob Helena am Ende zufrieden ist, das sehen Sie jetzt.
Zurzeit ist ja wirklich fast jeder erkältet. Und damit Sie nicht gleich zum Jahresanfang flach liegen, nehmen viele Kombi Erkältungsmittel. Damit soll man schnell wieder fit sein. Tatsächlich sind aber gar nicht alle dieser Präparate zu empfehlen, sagt die Zeitschrift Ökotest in ihrer neuesten Ausgabe. Welche Alternativen es gibt, sagen Ihnen Michael von Alst und Kirsten Stuth. 36.000 Euro, das ist unser Jackpot. Die erste Frage geht ja immer um 1.000 Euro und das ist... Da sind wir wieder und jetzt wird Ihre eigene Küche zu Ihrem Lieblingsitaliener. Es gibt mittlerweile nämlich Pizzaöfen für zu Hause. Da kann man dann zusammen mit der ganzen Familie die Pizza selbst belegen und dann backen wie im Restaurant. Wir haben drei dieser Mini-Öfen für Sie getestet. Medi Baris und Miriam Schwede zeigen Ihnen, wie viel Geld Sie dafür ausgeben müssen und natürlich, wie es geschmeckt hat. Bestimmt haben Sie auch jede Menge Neujahrsgrüße per WhatsApp bekommen. Die meisten sind lieb gemeint, aber nicht gerade wahnsinnig einfallsreich. Aber einen ganz ausgefallenen und andere unglaubliche Geschichten hat Elisabeth Scharfenberg jetzt für Sie. Da sind wir wieder und jetzt zeigen wir Ihnen Lee. Die stillt nämlich ihr eigenes Baby und außerdem die Neugeborenen aus der halben Nachbarschaft. Insgesamt 12 Kinder bekommen ihre Muttermilch. Und was Lee und die dankbaren Kundinnen total normal finden, regt Fremde extrem auf. Im Internet wird sie sogar wüst beschimpft. Wieso sie mit dem Fremdstillen trotzdem auf keinen Fall aufhören will, das hat sie Hans Hübner und Sabrina Ilski erklärt. Fit, hast gerade noch so eben in unsere Leitung geschafft. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind topfit? Ja, ich bin topfit. Ich habe aber noch Mittagdienst. Sie haben noch Mittagsdienst? Als was denn? Was machen Sie denn? Ich bin Reinigungsfrau im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Oh Gott, da gibt es ja viel zu tun. Da hört man immer. Ja, ne? Und da sind Sie jetzt gerade? Nein, ich bin noch zu Hause. Ach so, jetzt gehen Sie gleich los. Ich bin jetzt bald weg. Sie meinen, Frau Bieling, machen Sie mal schnell hier mit der Kohle? Nee, ich muss zur Arbeit. Ich habe noch eine Viertelstunde Zeit. Okay, also, gut. Ich bin ja froh, dass ich durchgekommen bin. Ja, ich auch. Ich auch. Und dann bei der Summe 136.000. Sie können schon mal 1.000 haben, wenn Sie sagen, wovon heute viele Deutsche überrascht wurden, nämlich vom Wintereinbruch oder vom Sommerloch? Antwort A, Wintereinbruch. Richtig, natürlich. Super. Wo, war bei Ihnen auch Schnee heute Morgen? Ja, da ist alles zu. Ach, aber sieht auch schön aus, finde ich immer, ne? Ja, es sieht schön aus. Aber wenn man Auto fährt, ist es nicht ja, so toll, ne? Das stimmt. Ja. Aber jetzt hier mittags, zur Mittagsschicht hat sich das bestimmt schon ein bisschen aufgelöst. Oh, guck das mal, stimmt, die Regie will voran machen. Die machen hier schon die Bilder. 5 ja, Stück haben wir. Jetzt kommt Ihre Viererreihe. Das ist doch schon mal schön. Ja, das finde ich auch. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen da viel Spaß mit und kommen Sie gut zur Arbeit. Ja, danke schön. Bis dann, machen Sie es gut. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Und wir haben in unserem Jackpot morgen dann 138.000 Euro liegen. Vielleicht machen Sie ja dann mit. Für heute war es das von uns. Wir melden uns natürlich morgen Mittag wieder. Wie Sie wissen, um Punkt 12 wie immer. Und bis dahin wünsche ich Ihnen auch einen richtig schönen Tag. Bis dann.